Jetzt. Herzlich willkommen in Rot. Du bist mit Verspätung angereist. Ich bin mit Verspätung angereist. Tag 2, jetzt bin ich auch da. Tag 3 eigentlich schon. Donnerstag, Freitag sind es vorbei. Samstag, dein erster Tag in Rot. Mein erster Tag, der dritte Tag für Niklas. Und ich muss erstmal noch Danke sagen an Nick, der die letzten beiden Tage hier gefilmt hat und das Ganze in die Hand genommen hat und eine geile erste Episode geschnitten hat. Und ich habe sie mir angeguckt, wir haben uns gestern zusammen angeholt und ich habe herzlich gelacht ein paar Mal. Ach, du musst auch Danke an Valentin aus Ingolstadt sagen. An Valentin aus Ingolstadt auf jeden Fall auch noch. Dieses Special wird präsentiert von der BKK Mobil Oil, Canyon, Erdinger Alkoholfrei, Uvex, DT Swiss und FE226. Cameron Worth ist jetzt auf jeden Fall relativ weit vorne auf meiner Liste der lässigsten Athleten ever. Auf jeden Fall der mit den besten Sprüchen. Was ein Typ. Naja, aber wir wollen unserem Aufbau treu bleiben und sprechen ja jetzt eigentlich über das, was heute passiert. Richtig. Es steht irgendwie ein Tag bevor, ein Tag bevor, bei dem es um die Bedeutung der Challenge geht. Für den Landkreis, für die Triathlon-Szene und vor allen Dingen für die Athleten, die das Rennen dann auch machen. Ja. Dafür besuchen wir eine Gastfamilie. Genau, Gastfamilie heißt, also irgendwie, es ist ja, jeder sagt mir, hier ist anders. Ich war auch schon mal hier mit Aileen vor 2, 3, 4 Jahren, glaube ich jetzt schon, aber nur eine relativ kurze Stippvisite und habe den Zielanlauf erlebt und der war schon krass. Und jetzt hört man aber immer wieder, die Challenge Rot ist irgendwie anders. Das ist nicht wie ein Ironman, das ist irgendwie eine spezielle Atmosphäre und super geil und das Rennen überhaupt. Und mein Erwartungslevel ist natürlich jetzt ungefähr auf Etage 1000. Aber man merkt irgendwie jetzt schon bei dem halben Tag, den ich jetzt hier bin, dass irgendwie was anders ist. Und das ist so für mich jetzt das Spannende herauszufinden oder so ein bisschen zu versuchen, auch einzufangen, im Bild und in Geschichte, was denn das Einzigartige hier ist. Und das Thema Homestays und Familie, Gastfamilie, was ist überhaupt eine Gastfamilie? Das ist eine Familie, wo Profiathleten oder auch Age-Grouper zu Hause aufgenommen werden, um hier beim Rennen starten zu können, weil hier gibt es halt nicht so viele Hotels und so. Und das ist ein Teil davon. Ja, also das ist genau die Herausforderung, die du ansprichst, die, glaube ich, deine Challenge bei der Challenge Rot wird. Genau das zu versuchen, zu transportieren und einzufangen. Aber man hat ja irgendwie in Frankfurt bei dem Race-Video gesehen, dass dir das eigentlich relativ gut gelingt, die Bilder immer passend zum Vorgehen einzufangen. Von daher denke ich, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Was du daraus machst. Ich bin auch gespannt. Und dann treffen wir ja gleich noch den Felix Weichshöfer, Cheforganisator hier der ganzen Nummer. Und denn eine Sache brennt mir da auf der Seele, die du ihn dann fragen musst. Das Challenge. Also für mich, also ohne Scheiß, dann ist es wieder der Challenge Rot, was für mich immer, wie sagt man, phonetisch. Das klingt falsch. Stellen sich immer mir so die Nackenhaare auf, weil irgendwie ist es ja eine Challenge, die Challenge. Ich mache. Ich würde auch sagen, ich sage auch mal die Challenge Rot. Aber du schreibst immer der Challenge Rot. Weil das wird uns Felix auch bestätigen, der Challenge Rot heißt, der Dativ Challenge Rot. Aber da sprechen wir mit ihm drüber. Die Diskussion werden wir gleich führen. Vielleicht sage ich mal, Felix, das ist falsch. So. Und dann ab. Vielleicht heute Nachmittag ist es dann zukünftig die Challenge Rot, aber mal gucken, ob wir das schaffen. Das ist vielleicht wie bei Nutella. So, da gibt es auch kein richtiges, keine richtige, wie sagt man das? Ist, oder wie keine heißt Ahnung. Es? Ich weiß es nicht. Ach, scheiße, wir egal. Sind schon wieder die Dummen. Wir müssen weiterreden. Wir sind die Dummen, wir müssen weiterreden. Ja, auf jeden Fall wird das so ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, generell, sowohl heute am Tag vor dem Rennen, als auch morgen am Renntag. Ich war gerade kurz abgelenkt, weil da steht ein riesengroßes, aufgeblasenes Erdinger-Glas und das hat gerade Anstalten gemacht, umzukippen. Ich hatte gerade auch kurz Angst um unser Leben, dass das jetzt auf uns draufkippt, aber es ist nur aus Luft. Naja. Das wird so ein bisschen die Herausforderung sein, das, glaube ich, zu transportieren auch und das vielleicht irgendwie rüberzubringen, weil ich habe natürlich auch viel aus Rot schon gesehen, aber ich habe auch viel geschwärmt. Du hast viel geschwärmt, unfassbar viel geschwärmt, aber ich habe auch noch nichts gesehen in Filmform, was so richtig dieses Gefühl, was ich jetzt irgendwie als Anspruchsdenken habe, transportiert hat. Ja. Dann hast du ja eine Aufgabe. Die ist natürlich so kein Ding. Aber das passiert morgen. Also heute hatten wir gesagt Gastfamilie, dann Felix treffen und quatschen und dann machen wir uns auf den Weg zum Check-in und einfach auch da nochmal mit Age-Groupern quatschen. Auch da werden wir mal fragen, was
ist denn das Besondere hier in Rot? Ja, mal gucken, was wir für Antworten bekommen. Hoffentlich keine Phrasen. Weil ich habe den Phrasen-Fares noch nicht dabei. Ja, also wir werden den virtuellen Phrasen-Fares dann... Katsching. Und das, die Kohle wird fließen. Auf jeden Fall. So. Machen wir einen Punkt. Das war äußerst viel Kauderwelsch jetzt gerade. Ich glaube nicht, ich fand's gut. Wir haben jetzt 5 Minuten gequatscht. Das ist voll okay als Intro. Viel Spaß mit der Episode. Bam. Ja, auch seit 2015, glaube ich, seit dem Jahr, wo Nils gewonnen hat. Okay. Und das Erste, was ich mich dann auch mal so gefragt habe, wenn die Gastfamilien Profis zu Gast haben, gibt es da irgendwie so einen Wettstreit in der Nachbarschaft, wer den erfolgreichsten Profi dann... Oh Gott! Ist man dann als Gasteltern auch stolz zu sagen, so ja, der Sieger von dem Jahr hat bei uns gewohnt, oder ist das irgendwas, wo man jetzt nicht so Wert drauf legt? Nein, wir haben eigentlich... gibt es sowas nicht. Das ist bloß jetzt, wo der Nils einmal bei einer anderen Familie gewohnt hat. Das sind ja auch Freunde von uns. Genau. Da ist er ja Zweiter geworden und dann das Jahr drauf war er bei uns und da hat er gewonnen. Da haben wir dann natürlich schon gesagt, also der Sieger wohnt bei uns. Ne? Genau. Aber ansonsten gibt es sowas eigentlich nicht. Gibt es wirklich nicht. Ja. Das mit Nils ist ja so, den seht ihr dann ja seitdem irgendwie jedes Jahr, wenn der da ist. Ja. Ist das so ein besonderes Verhältnis, was sich dann entwickelt mit den Athleten, die man dann zu Gast hat? Oder ist es eigentlich so, die kommen und sind dann auch wieder weg? Nee, wir verfolgen den Nils ja dann schon immer wieder, auch jetzt über irgendwelche, weil man halt einfach die Athleten dann auch kennt. Also ich werde wahrscheinlich dann auch die Lisa dann irgendwann verfolgen, die ist ja dieses Jahr da. Aber es ist dann trotzdem so, wie gesagt, wir freuen uns immer, auch Weihnachten schickt er da noch eine Karte und sonst was. Und das ist schon nett, und wenn man das dann auch so mitkriegt, wenn Familienzuwachs kommt und sowas, weil es ist jetzt nicht unbedingt immer in den Medien so präsent. Und das ist schon schön. Ja. Und wir haben eben durch den Triathlon auch eben Freunde, also wirklich Freunde gewonnen, die wir so eng auch besuchen in Amerika und sonst was. Und von daher... Wir nehmen immer wieder gerne Athleten auf. Das sind jetzt gewachsene Freundschaften eigentlich, die man, gerade die Amerikaner, was jetzt Janette gesagt hat, die waren 2001, glaube ich, damals noch beim letzten Ironman, waren die da, und seitdem haben wir Kontakt und besuchen uns gegenseitig. Und eine andere Familie, die als Age-Gruppe eher auch da war, das ist mit die besten Freunde eigentlich, wo wir haben, die sind aus Dienstlagen. Aus Dienstlagen, genau. Da haben wir ständig Kontakt eigentlich. Also entstehen schon auch Freundschaften. Wo wir auch mal zusammen Urlaub machen oder sonst was. Und das ist schon schön. Also wir legen jetzt nicht unbedingt Wert drauf, irgendwelche Pros zu haben oder sonst was. Das hat sich jetzt halt einfach so entwickelt. Gäste. Ja, genau. Gäste. Und wir nehmen wie gesagt, einfach welche auf, und wenn es ein Pro ist, ist es ein Pro. Und wenn nicht, dann ist es auch wurscht. Ja. Warum macht ihr das? Ich meine, ihr könntet ja auch sagen, wir haben einfach so eine entspannte Zeit. Aber so fremde Leute aufzunehmen, das ist ja, man weiß ja vorher nicht, wer kommt. Nee. Du hast ja gesagt, man weiß nicht, ob Profi oder Age-Grupper. Warum macht man das? Also, das hat sich eigentlich so ergeben, weil die ja immer Unterkünfte suchen, und wir haben den Platz gehabt und dann haben wir das angefangen. Mhm. Wir sind 99 nach Rot gezogen und seitdem machen wir das eigentlich. Ja. Und wir haben noch nie irgendwelche Leute gehabt, die jetzt voll deppen waren, sage ich mal. Nein. Es waren immer nette Leute und man hat immer ein gutes Verhältnis gehabt. Und, ja. Also nicht zu allen hat man noch Kontakt, aber zum meisten schon eigentlich. Ja, und dann irgendwann wird mir dann wieder mal angeschrieben, so Bekannter von mir startet, habt ihr zufällig noch Platz oder sonst was. Und im vergangenen Jahr hatten wir auch ein paar Anfragen, und da haben wir eben gesagt, nee, weil er wollte mal in meine Familie kommen. Ich habe relativ viele Geschwister, und er wollte ein Teil mal kommen und sich das mal anschauen, weil die alle nicht von hier sind. Und dann haben wir gesagt, dieses Jahr nehmen wir keinen auf. Und das war dann immer so, oh, schade. Aber für uns hat dann auch ein bisschen, also wie gesagt, letztendlich mussten die dann aus gesundheitlichen Gründen dann absagen. Aber war es für uns auch so, uns hat ein bisschen der... Das Fieber. Also man ist nicht ganz so dabei. Man ist wirklich nicht so dabei, wenn man da jemanden hat, den man dann immer... Ja, was machst du jetzt heute? Wann checkst du ein und wann machst du das? Oder soll man dich irgendwo hinfahren? So irgendwas, das hat halt total gefehlt. Das war schon komisch eigentlich, mal seit langer Zeit, dass man das nicht mehr gehabt hat. Ja, und dann haben wir gesagt, dieses Und ich meine, du weißt es ja selber, wo der Nils damals da war, wo er dann, habt ihr noch ein Bett für den Bocki und für den Philipp oder so irgendwas. Und dann schauen wir halt schon immer, dass was geht. Ja. Ist das... für Triathleten ist das ja immer was Besonderes, dann hier in Rot zu starten. Es ist auch nicht so einfach, einen Startplatz zu bekommen und so. Aber was ist für euch das Besondere an dem Challenge? Also es ist ja für euch auch nicht irgendwie eine Sportveranstaltung von vielen, sondern irgendwie das Event eigentlich des Jahres.
Warum ist das so was Besonderes für den Landkreis? Ja, ich denke mal, Rot wird keiner kennen, wenn es den Challenge nicht geben wird. Ja. Und das ist ja auch eine gewachsene Veranstaltung und alle Leute sind einfach irgendwie involviert und das ist halt so ein Triathlon, verrückter Landkreis das ganze Jahr. Du siehst immer Leute, die da unterwegs sind und ja, das ist gerade einfach dazu, finde ich, da. Das ist so Schützenfest, also bei uns in NRW ist dann Schützenfest, ja. Oder Feuerwehrfest und so wirkt das hier auch immer mit Festen, ja, und Party. Ja, das ist schon so. Das ist oder ja auch jetzt der Solarer Berg, der ja immer total in allen Medien ist oder ja sonst was. Und man ist schon, ja, was heißt stolz, aber man freut sich schon, dass man da so ein Teil davon ist oder sowas. Oder auch jetzt dann daheim zeigt, guck mal, und da waren wieder so und so viele Leute oder sonst was. Und das ist einfach so eine Stimmung. Und ich sage, die muss man einfach auch mal erlebt haben. Und es ist einfach schon, viele, die da waren, sagen einfach auch zum Zuschauen, auch wenn das total, wirklich total anstrengend ist, zuzuschauen, wenn man dann irgendwelche ja, genau. Oder halt, wie gesagt, bestimmte Leute, halt, wir haben ja eben aus dem Landkreis einfach aus dem Triathlonverein, auch Leute, die mir immer wieder anfallen. Und es ist für uns schon auch anstrengend, dann zu den jeweiligen Plätzen zu sein, dass man sie mal sieht oder sonst was, dass die halt auch angefeuert werden von uns. Ja, und das ist schon was Besonderes einfach. Und ja, die ganze Woche ist eigentlich, ich finde es schön, so wenn die ganzen Leute kommen und es so international halt auch wird. Ja, und das internationale, ja, Flair. Und ich meine, für Rot selber ist natürlich wirtschaftlich schon eine Rieseneinnahme, sag ich mal, oder eine Riesen-Image. Sache. Gibt es auch Leute, die sich weniger darauf freuen? Also ja, gibt es auch. Man kriegt eigentlich immer nur das Gute mit. Also ja. So, dass jeder jubelt und super, ja, Stimmung und alles. Aber gibt es die Leute, die sagen, boah, wir sind ja eigentlich auch kritisch? Es ist, sie sind kritisch, weil es ist einfach zu viel Trubel einfach. Ja, und in einer Woche dann. Ja, ja, und am Wettkampf selber. Ich habe auch so einen Arbeitskollegen, der flippt immer dann halbwegs aus, weil die Straßen gesperrt sind und da kommt er nicht durch und der ist total gereizt immer, wenn da eine Challenge ist. Aber ich denke, es ist die Minderheit. Ja. Also das ist ein kleiner Teil, aber wie gesagt, die Leute gibt es immer und überall, zu jeder Veranstaltung, zu jedem Ding. Aber ich denke schon, das Groß steht auf jeden Fall hinter der Veranstaltung und ja, freuen sich auch drauf. Sonst gar nicht funktionieren, ja, mit genau den, ja, über 7000 ja Helfern. Wenn da keine Lust drauf hätte, dann würde da ja keiner an der Strecke stehen, ja, und helfen. Oder auch, ja, die Gastfamilien, die würden da nicht mitmachen. Und genau. Ja, da ist ja Felix oder die Challenge darauf angewiesen. Ja, ja, ohne den würde es ja nicht gehen. Das, ja, ist, kann man so eine Veranstaltung nicht machen. Ja. Habt ihr das Gefühl, dass euch sowas zurückgegeben wird dafür, dass ihr das so unterstützt oder so dabei seid? Oder ist es so, dass quasi das Miterleben und das nah dran sein mit den Athleten das ist, was ihr so das ist unser. Ja, so, das ist schon so, das Feedback und die Freundschaften, die entstehen und so. Das, also das ist uns ja Lohn genug, ja, sozusagen. Nein, nee, ich meine, also, das kannst du finanziell, könnten wir das ja gar nicht aufwiegen irgendwie so. Das ist einfach das Ganze drumherum und eben die Leute, die wir kennenlernen und alles. Und ja. Ich war früher auch wieder beim Bäcker drüben und dann habe ich mit meinem unterhalten, ja, hab gesagt, er hat so ein schönes Fahrrad, und ja, und dann kommt man ins Gespräch und also, das ist total schön eigentlich. Ja. Ja, oder wenn man dann die Leute so kennenlernt und ja, einfach so ins Gespräch kommt. Donnerstag beim Night Run, der wird ja über die La Carrera mit veranstaltet sozusagen. Das ist der Lauf zwischen Hilpoltstein und Rot am Donnerstagabend. Und da waren welche Starter, die aus Russland waren, oder hast du gesagt? Also ich war Streckenposten, der Alex war auch Streckenposten und war dann zum Schluss im Ziel, weil die Lilly mitgelaufen ist und hat die abgeholt und dann haben sie gesagt, ja, und wo ist jetzt der Shuttle zurück? Das haben die überhaupt nicht überrissen, dass es keinen Shuttle zurück gibt. Und dann hat Alex gesagt, ja, ihr könnt schon bei mir mitfahren, das ist dann kein Thema. Und letztendlich hat sich das aber durch einen Freund, der eher heimgefahren ist, sind die dann mit zurückfahren, ja, und dann kam sie so ins Gespräch. Sie hat er startet ja, und sie hat jetzt aber auch kein Fahrrad oder was dabei. Und dann haben die gesagt, ohne Fahrrad ist das ziemlich doof. Er hat jetzt zwar keins zur Verfügung, aber schaut mal bei Markets vorbei, die haben noch ein paar Fahrräder rumstehen. Und die werden heute wahrscheinlich im Laufe des Tages irgendwann mal vorbeikommen und das Fahrrad holen. Das ist auch kein Thema. Das, ja, also es geht dann so unkompliziert alles, ja, untereinander das auch. Macht, ja, also die dabei sind, da ist alles wirklich unkompliziert. Ah. Was ist das, worauf ihr euch dann am meisten freut am Renntag? Oder ist es einfach der Tag an sich? Der Tag an sich, finde ich. Also ich freue mich auf den Start. Ich finde, der Schwimmstart ist schon so ein Gänsehautmoment, wenn es dann so losgeht. Ich muss sagen, ich war noch nie in der Finishline, muss ich sagen. Also zum Schluss. Ja, und dann einfach, nachts, weil wir ja auch viele kennen, gerade durch unseren Verein, die da standen. Und dann haben wir am Grenzleinsberg eigentlich unseren Hotspot, sage ich mal, vom Verein her, weil am Solarerberg
Wenn man es noch nicht gesehen hat, sollte man es sich mal geben. Aber so, wir brauchen es jetzt nicht mehr unbedingt, sage ich mir. Ja, aber Grenzleinsberg ist auch voll, ne? Ja, Grenzleinsberg wird auch immer besser und wir gehen dann meistens an die Laufstrecke nach Heimpfarrig. Ja. Das ist für uns gut zu erreichen und da gibt es gute Bratwurst, gutes Bier. Und eigentlich das Wichtigste. Dann geht man noch mal ins Stadion natürlich. Und Das ist einfach schön. Ist ein langer Tag, auch für die Zuschauer immer, aber ist einfach schön. Auch für uns. Ja. Anstrengend, aber gut. Also das sagen wir auch immer unseren Gästen, wenn welche nichts mit dem Triathlon zu tun haben. Es ist brutal anstrengend und jeder Gast, der bei uns ist, der ist dann auch auf sich allein gestellt. Der kann sich gerne anschließen oder sonst was, aber wir sind jetzt nicht dafür da, dem Rahmenprogramm zu bieten. Ob das jetzt unsere Gäste sind, die einfach nur zuschauen oder sonst was oder eben auch Sportler. Also das ist aber eigentlich auch so, wir erklären die Kaffeemaschine oder sonst was und dann können die sich selber nehmen oder sonst was. Ich will jetzt nicht ständig hinten dran stehen und sagen müssen, weil ich bin kein Hotel, die können gerne da wohnen oder sonst was. Wir sagen, wir würden heute was kochen, auf was habt ihr Lust, dann versuchen wir uns ein bisschen danach zu richten. Und ansonsten, ich will jetzt das nicht als Hotel, dass ich mich da ständig verpflichtet fühle, ihm da irgendwie was bieten zu müssen oder sonst was, weil also wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht frei oder wie, also jetzt das Wochenende schon, aber unser Alltag läuft ja trotzdem weiter. Ja, klar. Mhm. Also kann man eigentlich festhalten, so als Resümee, es wird ein schöner Tag, es wird ein anstrengender Tag und mit Bratwurst und Bier ist es leichter. Ja. Nein, für uns ist es eigentlich immer toll, egal. Ja. Ich finde auch, das ist einfach ein schöner Tag. Ja, nein, das ist wirklich auch so emotional, wenn man dann auch man kennt die ja, also sagen wir mal, 99,9% kennt man ja nicht, der Starter. Und wie gesagt, die freuen sich trotzdem alle, wenn die irgendwo angefeuert werden oder sonst was. Und das ist aber wirklich auch leichter, wenn du zu zweit, zu dritt und sobald zwei, drei da sind, dann kommen immer mehr dazu, die dann auch anfeuern, weil es gibt ja auch irgendwelche Strecken, wo die Leute einfach nur dastehen und gucken. Und ich denke immer, ach, ein bisschen klatschen oder mal wegen Anfeuern, die haben ja alle ihre Namen jetzt beim Laufen, kann man die gut sehen oder sonst was. Wenn man die anspricht, dann kommt Daumen hoch oder mal ein Grinsen oder was auch immer. Also ich finde, das gibt dann schon selber was zurück und man freut sich auch, wenn man meint, das kommt dann irgendwo an, sozusagen, auch bei den Athleten. Und viele sagen das ja dann auch am Montag beim Helferfest oder so. Ja. Das ist auch wirklich, das ist was auch motiviert, dann weiterzumachen, wenn es mal hart wird oder so. Cool. Glaube ich schon. Das war ein schönes Schlusswort. Ich würde dabei belassen, dass man viel anfeuern soll, dass man dafür auch irgendwie das freundliche Lächeln zurückbekommt. Und genau. Dann würde ich erstmal mich bei euch bedanken. Ja, sehr gerne doch. Ja. Niklas, jetzt sind wir in unserem Helferbereich quasi. Das sind die Helfer, die sich zum Teil 2-3 Wochen frei nehmen, um uns hier beim Aufbau und Abbau zu helfen. Da haben wir auf der einen Seite unseren quasi Bürocontainer und mal eine Couch zum kurz hinlegen. Das Hotel, Jugendherberge sozusagen. Jugendherberge, da finden auch die Massagen statt. Kannst einen Zettel raushängen, bitte nicht stören. Weil du nichts zu tun hast, massierst du dann die Leute. Richtig. Ja. Hier im Platz haben wir um die 50 Helfer. Also das ist eher einige so davon. Hallo, servus, hi. Das ist dann eher so zum so Chill-Out-Area dann. Chill-Out-Area. Wir haben hier Spinde, damit die Leute ihre Sachen einsperren können, Hände waschen können. Hier links haben wir unsere Getränke. Da haben wir so einen Küchenbereich und nochmal für die Mutti vom Festplatz ihr Büro. Die da sind sie übrigens auch schon. Das sind die Muttis Mutti und ihre Schwester. Ui. Ach, die genau, gibt's wirklich? Die gibt's selbstverständlich. So. Ich dachte, das war jetzt ein Scherz. Nee, ist tatsächlich so. Ines ist die Mutter vom Dave. Dave ist ein Wettkampfleiter von uns hier am Festplatz. Und die hat vor ein paar Jahren die irrwitzige Idee gehabt, mal ihre Schwester mit herzuschleppen. Die hat gesagt, was ist das hier für ein Scheiß und Triathlon und was weiß ich was. Dann kam sie her. Ich glaube, am ersten Abend warst du auf der Bank liegen, ne? Fix und fertig. Und letztes Jahr kam sie wieder. Voll von morgens bis abends schon dabei gewesen und schon relativ fit. Und letztes Jahr hat sie entschlossen, dass sie nächstes Jahr hier startet. Hat das Trainieren angefangen, ist jetzt an die Ostsee gefahren von Thüringen. In 3 Tagen, also 480 Kilometer in 3 Tagen mit dem Rennrad. Genau.
Das ist ganz schön stramm. Ja. Also krass. Wirklich tolle Geschichten, voll, wie Menschen zum Sport kommen. Genau. Ja, cool. Genau. Ja, und hier haben wir unseren kompletten Aufenthaltsbereich für die Helfer. Hier gibt es dreimal am Tag warmes Essen, morgens Speck und Eier. Da hinten haben wir eine eigene Küche. Kriegst du das irgendwie mit, was hier passiert? Oder ja, ist das eher so, dass das an dir vorbeigeht? Nee, ich frühstücke jeden Morgen mit. Das ist auch gut, weil wir einfach hier dann die Zeit haben, uns zu unterhalten und ein bisschen zu planen. Da sind unsere guten Seelen von der Küche. Hallo. 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 Was gibt's denn heute? Heute gibt's Gulasch. Hervorragend. Gefrorene Früchte als Eis. Ja, und wann? Dann kommen wir noch mal wieder. Hervorragend. Das ist nur Küchenzeit, ne? Wunderbar. Okay. Sehen wir uns später. Also, danke euch. Bis dann, ja, ciao. Bis dann. Genau. Und dann haben wir im hinteren Bereich vom Zelt dann direkt das Zentrallager, wo alles angeliefert wird, was wir hier im Festplatz brauchen. Wir haben große Lagereinrichtungen im Boot und verbringen dann wie viele Lagerflächen habt ihr das Jahr über? Ich meine, das ist ja jetzt hier provisorisch. Oh Gott, Niklas, das ist eine Riesenhalle. Ja. Eine Riesenhalle und wir stapeln drei hoch. Das sind solche Gitterkörbe, das ist einer der kleinen, die wird dann quasi dreistöckig aufgestapelt, wird auch nach dem Rennen alles gleich wieder so verräumt, dass wir es dann wieder zusammenbekommen. Das sind zum Beispiel die Beachflex von der DATEV oder die Endlosbanner hier von der DATEV, die jetzt noch auf die Strecken raus müssen. Das ist der große Uwex-Würfel, der an die Wechselzone 2 jetzt noch kommt. Da hinten sieht man ein bisschen was vom Fanshop. Hier auf der linken Seite haben wir dann die Fahnen, Einschubhülsen, Pavillon-Seitenteile, ich meine, das ist ja so, irgendwann ist man auf die Idee gekommen, wir müssen die Kisten beschriften. Irgendwann ist man, oder wir brauchen überhaupt mal Kisten, wir brauchen Sachen, um das zu beschriften. Ist es immer noch so, dass euch jedes Jahr neue Dinge auffallen, wo ihr sagt, nächstes Jahr müssen wir das und das machen? Ja, ist auch so. Wir lernen jedes Jahr mit und das, glaube ich, macht das Ganze auch so erfolgreich. Und es sind halt immer die gleichen Leute hier, ne? Ja. Seit 10 Jahren, 20 Jahren immer die gleichen, die sich auskennen. Und dann, er ist seit Geburt dabei, oder? Schon immer. Der Sohn von Dave, ein Wettkampfleiter hier. Da haben wir jetzt die neue Wand. Das haben wir uns ein bisschen abgeguckt aus dem Fußball. Ja. Für die Sofort-Interviews, die ist gestern noch geliefert worden. Also, krass, auch knapp dann, ne? Ja, wobei wir sie extra später haben liefern lassen, damit sie nicht kaputt geht oder wegkommt. Also, oder verstaubt. Oder verstaubt, genau, richtig. Genau. Cool. Und da hinten haben wir dann noch die Notstromaggregatoren. Also wir sind komplett self-sufficient, wenn irgendwas passiert. Mhm. Weil wenn gerade mit den Live-Übertragungen, wenn dann das Bild weg ist, weil kein Strom da ist, ist das ziemlich peinlich. Ja. Genau. Ja, das war so unser eigener Bereich hier. Zusammen mit den Helfern. Draußen auch nochmal Aufenthaltsbereich. Und es ist halt schön, dadurch, dass die wirklich fast den ganzen Tag da sind, nur zum Schlafen heimgehen, die können hier duschen und am Abend auch mal Bierchen trinken, damit einfach hier der Spirit bleibt. Ne? Aber du bist jetzt so in den Tagen überall und nirgendwo, oder? Du hast jetzt keinen festen Spot, wo du sagst, ja, da findet ihr mich. Also meistens schon am Festplatz einfach, weil das meiste Programm hier am Festplatz oder in Rot stattfindet. Aber heute Morgen war ich schon in der Wechselzone, habe geschaut, ob alles okay ist. Danach war ich kurz in der Wechselzone 2. Also da versuche ich schon auch rauszukommen und nachzuschauen. Aber das Schöne ist, es ist so eingespielt. Ja, du musst immer kontrollieren. Ich habe gestern mit Katrin gequatscht, sie meinte dann auch, manchmal hast du das Gefühl, Handy ist kaputt, weil keiner sie anruft. Ja. Aber vielleicht haben die Leute auch einfach Angst, euch zu fragen, so, wir brauchen Hilfe, sondern... Ja. Nee, das Schöne ist, wir haben alles nach unten delegiert. Das heißt, die Wettkampfleiter und zum Teil auch die Stationsleiter können alle selber entscheiden. Die können auch über Geld verfügen, weil wir sagen, Jungs, keine großen Frageketten oder irgendwas, sondern machen. Ja. Sicherheit, Fairness, das Wichtigste. Und wenn ihr was braucht, auch für die Helfer noch, dann einfach machen und kaufen oder bestellen. Ja, das ist so... Das, was du sagst, ist für dich die größte Challenge jetzt in der Zeit hier? Allen Leuten gerecht zu werden, die vielleicht einfach sich freuen, dass du ihnen die Hand schüttelst? Oder was ist so quasi? Zum Teil ja. Weil ich kenne so viele Athleten und es ist mir dann immer ganz unangenehm, wenn ich denjenigen nicht erkenne. Ich habe auch so ein schlechtes Namensgedächtnis. Ja. Aber ich sag mal so, das Schlimmste ist eigentlich selber ruhig zu bleiben. Innerlich extrem unruhig, weil du natürlich Angst hast, irgendwas funktioniert nicht. Wobei man sagen muss, in den letzten Tagen hat alles funktioniert. Also es besteht dafür kein Grund, aber es ist wie bei den Athleten kurz vorm Start, da ist man einfach nervös. Ja, klar. Ist das irgendwie mal dann dir schon mal die Hutschnur geplatzt wegen irgendwas? Weil dir gelingt das ja, dieses nach außen ruhig sein. Ja, allerdings, ich glaube, es ist auch schon nichts zwei, drei Jahre her. Ist ja menschlich. Ja. Also kein Mensch ist immer ruhig. Ja. Nee, also... Ich muss aber sagen, dadurch, dass es so gut funktioniert und ich gerade hier sehr eng mit den Wettkampfleitern am Festplatz
Zusammenarbeit, wo es ja auch wirklich dann um was geht. Da geht es auch um Geld. Die Sponsoren wollen richtig vertreten sein. Mhm. Alle Absprachen müssen umgesetzt sein. Es darf wirklich nichts vergessen werden. Und Niklas, wir haben nur einen Schuss. Ne? Wir können jetzt sagen, liebe Journalisten, liebe Helfer, Athleten, geht wieder heim. Wir probieren es nächstes Wochenende nochmal, weil wir komplett versagt haben. Ja. Das geht nicht. Ja. Und von dem her, Gott sei Dank haben wir da so ein Team, auf das ich mich verlassen kann. Und das bringt mir dann auch wieder die dementsprechende Ruhe. Wir waren heute Morgen bei einer Gastfamilie, bei den Markerts, wo der Nils auch immer gewohnt hat. Ja. Und da haben wir mit denen so gesprochen über das Thema so Bedeutung für die Familien auch. Und gibt es einen Wettstreit in der Nachbarschaft, wer den stärksten Athleten zu Hause hat und so. Haben halt noch mehr gesprochen und die haben dann auch gesagt, sie haben zwischendurch mal ein Jahr ausgesetzt, um einfach mal irgendwie auch Geschwister einzuladen, die mal vorbeikommen wollten. Und haben gesagt, so, boah, das machen wir nicht mehr, da fehlt uns irgendwas. Ja. So, also da ist dann eine Lücke bei den Leuten. Kriegst du das auch mit? Also dass Leute so quasi so eine Liebe zu dem Rennen entwickeln? Ja, ist wie vorhin bei der Katrin zum Beispiel, ne, die einfach hierher kam, weil Alex ganz gerne herkommen, weil ich gerade über meine Wettkampfleiter geschwärmt habe vom Festplatz, die mir den Rücken frei halten. Ich bin tatsächlich noch nicht ausgerastet dieses Jahr, oder? War gerade die Frage. Ja, weil ja auch das jemand anders für dich übernimmt. Das Ausrasten. Sehr nee, es auch, das ist, auch das ist delegiert. Auch das ist delegiert und wird organisiert. Also wir haben organisiertes Ausrasten. Spaß beiseite. Es und gab, alle gemeinsam dann bei der Afterwave-Party. Es gab aufgrund der wahnsinnigen Teamleistung einfach noch keinen Grund, hier auszurasten. Warum auch? Ja. Also das haben die Franken auch an sich. Ne? Die sind irgendwie alle entspannt. Ja, schon. Muss man schon sagen. Also. Ja. Ja, ja. Die Welt ist nach dem Ausrasten immer noch dieselbe. Die Situation ändert sich ja nicht. Es ist wirklich so, jeder, der mal hier war und dieses Wir hier miterlebt hat, da stellt sich nicht die Frage, kommst du wieder? Sondern da kommt eher die Frage, wann darf ich nächstes Jahr wiederkommen? Ja. Gibt ja auch welche, die sind dann hierher gezogen, ne? Oder? Ja, gibt's auch. Andreas zum Beispiel, der in Wiesbaden wohnt, hat ein Haus in Heuberg gebaut. Sobald er jetzt dann in Rente geht, zieht er komplett hierher. Ja. Beim Radfreunden ist ein guter Freund von Fritz Buchstaller jetzt. Also sind schöne Geschichten. Cool. Ja. Dann wollen wir euch gar nicht länger von der Arbeit abhalten, weil ich glaube, hier ist jetzt langsam Mittagspause. Danke euch, viel Erfolg dann morgen und wir sehen uns ja eh noch ein paar Mal. Mach mal. Habt Spaß, danke. Euch, Jungs. Danke. Danke. Anders. Ich glaube, die Gerüchte über Rot. Also Rot muss ja das Rennen schlechthin sein von der Stimmung her. Also ich lasse mich mal überraschen, weil bis jetzt war Wales das geilste Rennen, was ich gemacht habe von der Stimmung her. Mal schauen, ob die Roter mehr Party machen können wie die Waliser. Schauen wir mal. Ich glaube, in Rot merkt man tatsächlich, dass das ganze Umfeld dahinter steht, jeder super freundlich ist, jeder einem helfen möchte und man hier sich einfach willkommen fühlt und nicht eine Last ist. Oh, ganz klar die Stimmung, würde ich sagen. Also ich war bisher nur in Frankfurt bei der Langdistanz, aber ich stelle es mir hier einfach noch mal geiler vor. Nachdem der ganze Landkreis es lebt, es kommt die ganze Zeit im Radio rauf und runter, wird schon berichtet und ich würde sagen einfach die Stimmung. Die Stimmung einfach, die ist bombastisch. Also ich habe noch nie einen Wettkampf erlebt, Marathon in Berlin oder lass es der Marathon in München sein. Es ist einfach die bombastische Stimmung hier. Die Leute tragen einen vom Schwimmstart bis zum Ziel in Rot über die Strecke. Ehrlich, also es ist einfach mega, mega. Dieses Gänsehaut-Feeling bietet kein Event. Deshalb komme ich jedes Jahr hierher. Ja, es ist sicher mal die Menge der Leute und auch die Zuschauer, die natürlich sehr zahlreich, anscheinend sehr zahlreich am Event dabei sind. Und ich denke, die Stimmung. Man hat schon viel erlebt mit anderen, wo du einfach ganz alleine die Radstrecke fährst und dann vielleicht bei dem Laufen ab und zu ein paar Leute siehst. Aber ich denke, hier wird es ganz anders sein. Und das ist auch für das Gefühl, für sich selber ist das hochmotivierend. Die Stimmung ist Wahnsinn. Das ist 226 Kilometer einfach High Life. Das ist beim Schwimmen und ich habe mir auch angewöhnt, durch die Brücke Rücken zu schwimmen, weil das einfach so schön ist. Und auch der Solarer Berg, Gänsehaut. Also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich da morgen um die Ecke fahre und von diesen wahnsinnig Verrückten begrüßt werde. Ich habe jahrelang selber an der Strecke gestanden und weiß von der anderen Seite. Und jetzt genieße ich das unendlich an. Das ist das andere. Rot ist einfach geil. Überall an der Strecke Zuschauerstimmung.
Allein die Kampfrichter hier, jeder begrüßt sich persönlich, es wird sich gekümmert, oben beim Parken stehen die Einweiser. Also es ist mega, also im Vergleich zu einigen anderen Rennen, wo ich war. Die Atmosphäre war eigentlich immer so toll, dass ich gesagt habe, wenn ich es einmal mache, dann mache ich es hier. Also ich bin selber geboren in Roth, erlebe das schon mit, seitdem ich kleines Mädel bin, war zum Helfen schon dabei. Bin jetzt das vierte Mal hier in Roth mit dabei. Und das ist einmal, der Landkreis lebt für den Sport. Was anders ist, ja, das ist einfach, die Stimmung ist anders. Das ist schon dieses Prickeln, wenn man hier schon herkommt, die Leute, wenn man die anguckt, wenn man ein Brötchen holt und die Bäckerin ihr Brötchen mehr gibt, weil er einfach weiß, dass die nächsten Tage racen. Das ist anders. Ja. Das ist einfach, die ganze Familie hier drumherum lebt es. Das hat nicht reingesetzt in die sondern die ganze Region lebt es einfach. Und das ist einfach, das merkst du an jeder Ecke, an jedem Baum merkst du es eigentlich. Hier ist Leben. Wenn du nicht mehr kannst, dann es fließt Energie ohne deine eigene Kraft. Es ist eine Katapultierform, es ist ein Energieort. Ich kriege Gänsehaut. Tatsächlich. Ja. Geht nicht gut. Ich möchte gerne morgen mit zwei Augen das Rennen verfolgen. Auf Cameron Wurf und den dritten Tag sozusagen bei der Challenge Roth, die zweite Show. Den zweiten Show und den dritten Tag bei der Challenge Roth. Wir trinken heute echtes Erdinger Weißbier mit Alkohol, denn wir haben gelernt von Cameron Wurf, der sich auch nach seiner letzten Trainingseinheit einfach drei Bier reingezogen hat. Es schadet oft, wobei wir sehen morgen, ob es schadet oder nicht. Wir sehen morgen, ob es schadet, aber es schmeckt gerade echt verdammt gut. Und wir haben einen echt mega warmen Tag hinter uns. Ja, viel unterwegs gewesen wieder, ne? Und Wir haben das Wichtigste vergessen. Wir wollten mit Felix eigentlich klären, der die das Challenge. Haben wir verpasst. Das ist richtig. Wir haben mit Felix gesprochen, es war mega interessant. Und er hat uns so ein bisschen unvorbereitet sozusagen einfach gesagt, kommt mal mit. Hier hinter die Kulissen, ich zeige euch mal hier den ganzen Helferbereich und erkläre euch das mal so ein bisschen. Ja, die ganzen Ideen und Fragen, die wir irgendwie vorbereitet hatten, die haben nicht stattgefunden. Ja. Aber dafür haben wir halt diese Führung hinter die Kulissen bekommen. Fand ich dann also viel spannender cool, als die Fragen, die du dir sonst so ausdenkst. Ja, aber finde ich auch. Also, das war wirklich interessant. Häufig versuchen wir ja dann die Gesprächspartner zu überraschen. Heute war es mal genau andersrum. Felix hat uns überrascht mit der Tour hinter die Kulissen irgendwie ins Reich der Helfer. War für mich komplett neu. Also ich bin schon zum, ich weiß nicht wie viel Mal hier in Roth, locker zum 7., 8. Mal. Aber das war bisher verborgen für mich. Ja, war auch cool, dann ging dieser Bauzaun auf, der so abgesperrt war, und dann ging es da durch. Und dahinter war halt echt mal noch so eine ganze Welt mit Gabelstaplern und LKWs. Alles Mögliche, Küche. Ja, eben der ganze Helferbereich mit dem Aufenthaltszelt. Massagezentrum, hast du ja gesehen. Ja, Sauna. Mhm. Wellnessbereich. Ja, also im Whirlpool, das haben wir alles nicht gezeigt. Ja. Aber Buffet gab es wirklich? Stimmt. Also wirklich mit Küche und Helfern, die da halt das Essen gekocht haben. Heute kriegen alle Helfer heute Abend Gulasch. Das sah richtig lecker aus. Ich gehe noch nicht noch mal. Probiert. Du gehst nochmal? Ich gehe nochmal, ja. Wir wurden auch eingeladen zum Gulaschessen tatsächlich. Aber ich muss es gleich erstmal noch schneiden. Vielleicht kannst du mir einen Teller mitnehmen. Sah wirklich gut aus. Und da, also man hat gemerkt aber auch, dass da diese Liebe zu der Veranstaltung, diese Verbundenheit mit dem ganzen Ding hier permanent präsent war. Auch bei den Leuten, die da dann hinter den Kulissen die Helfer für die Helfer waren letztendlich. Ne? Sie haben da noch gefrorene Melone bekommen. Es ist halt ehrlich. Ne? Also du hast echt das Gefühl, manchmal, dass dieses ganze Gerede über die Challenge, ja, manchmal ist das ein bisschen viel. Ne, es ist manchmal ein bisschen viel Family und es ist ein bisschen viel Landkreis und es ist ein bisschen viel die Helfer an erster Stelle und so weiter. Wenn man aber hier ist, dann sieht man, das ist kein Scheiß, das ist tatsächlich so. Und das gleiche auch bei der Gastfamilie, bei Familie Markert, wo wir gewesen sind. Ich kannte die ja, für dich und für Valentin war es ja zum ersten Mal, dass ihr irgendwie da in dieses Gastfamilienthema so reingeguckt habt. Ja, Valentin aus Ingolstadt war auch dabei. Und da habt ihr ja nachher auch gesagt, boah, mega cool, super aufschlussreich eigentlich. Super herzliche Menschen, ganz so uneigennützig in dem Sinne, es gibt kein Geld oder sowas dafür oder keine Ahnung, VIP-Karten oder was man sich vorstellen könnte, sondern einfach nur den Kontakt mit den Menschen, die da entstehen, Freundschaften, die da entstehen, und Identifikation. Dann, das Schönste, was sie gesagt haben, war für mich eigentlich dieses, dass sie gesagt haben, sie haben es mal ein Jahr sozusagen ausfallen lassen.
den Homestay anzubieten für Athleten und dass sie dann sagen, da hat irgendwas gefehlt. Ja. Und ich glaube, das sagt einfach alles. Und dann haben wir ja noch den Weg zur Wechselzone gemacht und da Stimmen eingefangen, wo wir herausfinden wollten, was anders ist in Rot. Das ist ja auch die Frage, die dich hier umtreibt. Genau, die Frage ist ja, was ist an Rot so anders? Und das Ding ist anscheinend, also wir haben ja viel identische oder ähnliche Antworten bekommen. Es bezog sich alles irgendwie auf die Stimmung, die hier herrscht. Was natürlich eine eher unbefriedigende Antwort jetzt für mich ist, weil das ist natürlich nichts Greifbareres, wo man sagen kann, ja, das ist es. Aber es war natürlich trotzdem irgendwie aufschlussreich, dass es in der Hinsicht, dass es bedeutet, irgendwas muss da ja morgen jetzt passieren, was besonders ist. Und darauf bin ich jetzt umso mehr gespannt, weil mir die Fragen jetzt nicht, also die haben mir nochmal aufgezeigt, okay, da ist irgendwas, aber sie konnten es noch nicht aufklären. Und das ist eine Aufgabe. Also die Aufgabe für morgen für dich besteht darin, dieses nicht greifbare Synonym für Stimmung in Bilder einzufangen und dann zu zeigen. Ja, wobei unsere letzte Fragenbeantworterin, wie nennt man das? Unsere letzte Fragenbeantworterin aus dem Interview, wo wir die Fragen gestellt haben, die hat es vielleicht schon so ein bisschen greifbarer gemacht, indem sie sagt, ja, hier ist irgendwie Energie, hier bekommt man Leben etwas. Zurück. Ja. Wenn man leer ist, gibt es nochmal Leben zurück irgendwie. Ich bin echt gespannt und ein bisschen das Spirituelle irgendwie. Ja. Ich bin super gespannt auf morgen. Super, super, super gespannt. Ich auch. Ich bin auch sehr gespannt. Ich würde sagen, damit war es das für heute. Und müssen wir noch was sagen? Irgendwie, müssen wir noch sagen? Ich fühle mich gerade ein bisschen leer. Du fühlst dich leer? Ja, müssen wir noch was sagen. Uns kann ja nichts passieren. Du hast die Weste hier an. Ich wollte sagen, für morgen ist alles safe. Ja, safe. Es kann losgehen. Schlaf gut. Wir haben heute Morgen beim Bäcker mehrfach gehört, dass Leute das hier irgendwie abends gucken, bevor sie ins Bett gehen. Ja, das war schon heute Morgen irgendwie eine abstruse Situation. Wir gehen zum Frühstück und wir waren da beim Bäcker irgendwie nebenan, um da irgendwie ein billiges Brot zu essen sozusagen und einen Kaffee zu trinken. Dann gehen wir daher und dann plärt aus irgendeiner Richtung auf einmal so Musik und ja, die kennst du doch. Und dann war das die Musik aus unserem Intro und dann saß da tatsächlich jemand und hat das Video von gestern geguckt. Das ist irgendwie schon. Aber er hat dann gesagt, Jungs, ich mach's aus. Ja. Vielen Dank. Danke, weil die Musik traumatisiert mich tatsächlich mittlerweile schon so ein bisschen. Aber abstruse Situationen, die dann immer so auftreten, wenn dann die Menschen irgendwie kommen und sagen, hey, cool, oder hey, können wir ein Foto mit euch machen? Das finde ich ja immer noch so abstrus positiv. Abstrus positiv, weil ich fühle mich in der Situation nicht unbedingt wohl, sage ich mal. Das haben wir ja nicht gelernt. Also wir sind jetzt keine gelernten Selfie-Künstler oder sowas. Das ist der Ausbildungsberuf des professionellen Influencers ist uns fremd. Ja, also, ist auch gut so. Ja, wenn wir da dann bescheuert aussehen aus den Fotos, dann liegt das daran, dass wir das nicht können. Also wir machen das gerne, aber erwartet dann nicht die Superposen. Ja, also es freut natürlich enorm, dass es gut ankommt, aber ich weiß immer noch nicht so genau, was ich damit anfangen soll, weil jemand ein Foto mit uns machen will. Aber ich fühle mich natürlich geschmeichelt. Ich frage mich viel eher, was fangen die Leute mit den Fotos an? Ja, das ist auch eine andere Frage. Vielleicht könnte er... Aber man muss auch sagen, du kannst niemandem so einfach eine Freude machen, als sich mit dem fotografieren zu lassen. Das ist das Einfachste, ne? Ja, da vielleicht müssen wir noch, also wenn du sagst, wir sind hier eigentlich noch nicht fertig, die Geschichte war was gestern schon, wo wir auf der Messe waren und dann... Also das war eine Situation, wo ich mich irgendwie so richtig, weiß nicht, das war schön, wo dann halt ein Vater mit irgendwie seiner Tochter kam und die Tochter, also war jetzt nicht, sondern die Tochter war irgendwie 5 oder 6 und sagte, sie guckt so gerne mit ihrem Papa die Videos oder die Podcasts, genau. Und würde gerne ein Foto mit uns machen und die war so super schüchtern, ein ganz süßes kleines Mädel und hat sich irgendwie gefreut und das hat mich dann auch wirklich gefreut, das war schön. Ja, das erwartet man ja auch nicht. Also, dass irgendwie erwachsene Leute zu einem kommen und sagen, wir gucken das am Film. Auch das erwarte ich nicht. Nee, aber das ist nachvollziehbarer. Wenn dann aber ein Vater mit seiner kleinen Tochter kommt und sagt, ich habe dann auch gesagt, da müssen wir ja vorsichtig sein, was wir sagen. Ja. Aber er hat gesagt, wenn dann was nicht jugendfrei ist, kommt dann räuspert er ganz laut. Okay, das habe ich nie mitbekommen. Ja, schön, ja. Schön. Ja, genau. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so leer. Es ist alles gesagt. Ja, wir können jetzt gleich den Staub und den Sand uns vom Körper waschen, denn es ist echt, ich bin so sandig, wie, staubig. Wie war das Geräusch? Okay. Ich freue mich auf die Dusche, nach dem Schneiden.
Haut rein, bis morgen. Dieses Special wird präsentiert von der BKK Mobil Oil, Canyon, Erdinger Alkoholfrei, Uvex, DT Swiss und FE226.